Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man einen Küchenschwamm wäscht. Die meisten schmeißen sie immer weg, aber das müsst ihr nicht. Ihr könnt ihn zweimal in der Waschmaschine mitwaschen und so bleibt er euch länger erhalten. In unserem Fall packen wir ihn einfach zur Buntwäsche dazu. 60 Grad sollten sie schon haben. Ihr könnt sie auch bei der Kochwäsche mitpacken, nur da wird er etwas schneller kaputt gehen. Also wenn ihr 60 Grad Buntwäsche oder Weißwäsche benutzt, dann wird er zwei bis dreimal waschbar bleiben. Wenn alles drin ist, schließen wir die Luken und fangen ein mit den Einstellungen. Kommen wir zur Wahl des Waschmittels. Wir haben das Colorpulver gewählt, in diesem Fall. Die Dosierung seht ihr an der Seite stehen. Weichmittel hart ist die Wasserhärte, das könnt ihr bei euren Wasserwerken erfragen. Bei uns ist weich angesagt. Dann gibt es den Grad der Verschmutzung, 50 ml, 85 ml Mittel, normal und 130 stark. Das heißt, wir werden uns zwischen diesen zwei Parametern aufhalten. Und jetzt holen wir uns ein Läppchen voraus. Ihr könnt diese Maßeinheitsteile immer bei den Herstellern erfragen. Wir haben hier leider nur dies zur Verfügung. So, jetzt kommen wir noch, in welches Fach ihr es werfen müsst. Wir haben hier eine römische 1, eine römische 2 und in der Mitte eine Blume. Die 1 bedeutet Vorwäsche, die 2 ist der Hauptwaschgang. Da kommt unser Pulver jetzt herein. Das reicht noch nicht ganz. In der Mitte kommt der Weichspüler, hatte ich ja schon gesagt. Wichtig ist, dass ihr nicht Weichspüler und das Pulver mischt. Ansonsten ist alles spitze und so können wir das jetzt schließen und beginnen. Kommen wir zu den Einstellungen der Maschine. Wir wählen das Kurzprogramm. Ihr könnt natürlich auch das Eco-Programm oder sogar das Normalprogramm nutzen. Wir nehmen kurz, weil es einfach etwas schneller geht. Bei dieser Maschine läuft es trotzdem 2 Stunden durch. So, Temperatur werden wir auf 60 Grad einstellen, weil nämlich wir haben hochwertige Sachen drin, die können das gut abhaben. So, dann schalten wir ein und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!